Es bleibt ihm nur zu beten. Es wird Abend in Idomeni und ein weiterer Tag vergeht für die mittlerweile ungefähr 14.000 Flüchtlinge, wieder ohne Happy End. Die Grenze bleibt dicht. Die provisorische Zeltstadt im Schlamm. Und das Wenige, was die Menschen aus Syrien, Irak oder Afghanistan ihr Zuhause nennen, hat heftiger Regen und Sturm zum Teil zerstört. Hinzu kommt die Kälte, die gerade für die Kinder lebensgefährlich ist. Es kursiert das Gerücht, dass die griechische Regierung die Flüchtlinge in ein Lager umsiedelt, sie dort anständig versorgt. Manche freuen sich auf bessere Bedingungen, andere haben Angst, die Grenze nicht mehr im Blick zu haben. Wir warten auf weitere Ansagen von oben. Wenn die Grenze geschlossen bleibt, dann werden wir sicherlich gezwungen, in ein anderes Camp umzuziehen. Ich wünsche mir, dass Mazedonien endlich die Grenze öffnet. Ich wünsche es mir so sehr. Alle Leute hier wollen nur ein sicheres Leben, nicht mehr. Meine Zukunft ist so hart. Ich will nur, dass wir sicher sind. Wir müssen nicht nach Deutschland. Wir gehen in jedes Land. Ich will nur, dass meine Familie sicher ist. Das sind meine Träume. Die Stimmung ist ruhig, aber verzweifelt. Das Leben in Idomeni bleibt erbärmlich. Auf eine schnelle Weiterreise hoffen die Flüchtlinge immer noch. Weiterhin kümmern sich viele Freiwillige um die Versorgung. Aber wie lange noch? Wie wird es weitergehen? Mit dieser Ungewissheit ziehen sich die Flüchtlinge zurück in ihre Zelte in Idomeni.